Grüß euch Leute und willkommen zum Game Devlog Video Nummer 3 zu Pontius Adventure. In Klammern Arbeitstitel, in noch mehr Klammern. Eigentlich weiß ich schon, wie das Spiel heißen wird, aber ich werde es an der Stelle noch nicht verraten. Stattdessen gucken wir uns mal an, was sich eigentlich so seit letztem Mal getan hat. Ihr seht, da sind ein paar neue Sachen hier auf dieser Map drauf. Ich habe jetzt tatsächlich mehr technisch gemacht statt visuelle Sachen, also keine Maps oder sowas in der Richtung. Ja, schon ein bisschen, aber halt mehr wirklich an der Technik geschraubt. Hoppla. Jetzt muss ich mal wieder ranzoomen an meinen Charakter. Yep. Ich wollte euch mal zeigen, was ich heute so alles gemacht habe. Oder beziehungsweise die letzten Wochen, Monaten, wie auch immer. Und ich fange halt damit an, dass ich erstmal das Spiel starte. Dann könnt ihr euch mal selbst ein Bild machen. Ich laufe da mal ein bisschen weg, weil dieser Wasserspender hier, dieser Fliegende, der nervt ein bisschen. Vielleicht fällt es den einen oder anderen auf, aber die Laufanimation wurde stark verbessert. Die war ja im zweiten Video noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen starr, so ein bisschen, noch so, naja, nicht so, wie soll ich sagen, sah nicht so ganz echt aus. Ich meine, tut es zwar immer noch nicht, aber sie sieht auf jeden Fall viel, viel besser aus als vorher. Jetzt gibt es mittlerweile ja eine Animation, wenn ich im Prinzip langsam laufe, und es gibt halt eine Animation, wenn ich halt wirklich den Stick ja im Prinzip ganz durchdrücke, also in eine Richtung, na gut, fast durchdrücke, aber ja, auf jeden Fall ist es halt so ein fließender Übergang. Kann ich euch mal zeigen, wie das gemacht wird. Da habe ich mir dann beim Animator, also da regelt man die ganzen Animationen. Das heißt, in welchem Animationsstate befinde ich mich? Und da habe ich zum Beispiel hier diese, die Laufbewegungsanimation. Und wenn ich mir das hier so anschaue, also doppelklicke, dann habe ich halt so ein Blend Tree, also eine Animation, die sich quasi, ja, so zwei Animationen hier, die sich ineinander vermischen, je nachdem, was dann halt drankommt. Also zum Beispiel, wenn mein Charakter geht, dann ist er halt eben, hat er eben diese langsame Laufanimation oder Gehanimation. Und wenn er halt, wenn der Stick halt mehr durchgedrückt wird, hat er halt eben diese schnellere Laufanimation. Und dass eben sich das so ein bisschen blendet, also zusammenmischt und halt so, naja, Übergang, so einen schönen Übergang hat, dafür ist das Ding hier da. Und hier beim Animator seht ihr, ich habe da auch ganz viele Sachen hier drin. Es sieht halt total chaotisch aus. Ich glaube, es sieht aber eigentlich bei fast jedem Spiel so aus. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Unity irgendwie sowas in der Richtung macht. Sagt mal, ob es bei euch auch so aussieht oder ob es da irgendwie einen Trick gibt, dass es ein bisschen aufgeräumter aussieht. Weil allein wenn ich hier so ein Ding verschiebe und anklicke, da seht ihr, wie viele Pfeile rein und raus gehen. Aber die habe ich halt alle gesetzt, weil hier setzt man fest, wie der Charakter in so einen anderen State kommt. Also sprich, was muss denn passieren, dass er von Stehen auf Bewegen geht? Und da gibt es halt immer solche bestimmten also hier so bestimmte Voraussetzungen. Im Prinzip wird halt beim Skript ja abgefragt, ist dieser Parameter bewegt sich true? Und dieses Skript ist halt in C-Sharp programmiert, und zwar hier. Lalalala, das dauert ein bisschen. Eigentlich sollte ich das immer offen haben, weil ja. Also im Prinzip hier wird dann abgefragt, na gut, hier tue ich eigentlich nur an sich normal laufen. Ausführen der Rotation. Ah ja, hier bewegt sich. Hier wird eben im Prinzip abgefragt, ist denn irgendeine Tasteneingabe gerade. Also hier wird einfach quasi hier. Hier wird gesetzt, dass der Animator diesen Parameter bewegt sich auf True gesetzt wird, dass er halt weiß, okay, jetzt bewege ich mich, jetzt muss ich halt diese Animation abspielen. Und je nachdem dann, welche Intensität der Control Stick erfährt, bekommt, kommt eben diese langsame Animation oder diese schnelle Laufanimation. Ist ein bisschen noch so für mich auch Neuland, das Ganze zu erklären, weil ich lerne ja auch gerade selbst ganz viel. Deswegen ist leider kein RPG-Maker, wo ich alles so aus dem Schlaf schon sagen kann. Deswegen, dreidimensional ist wirklich eine Schippe obendrauf. Und ich muss sagen,
es ist wirklich 100-mal schwerer als ein 2D-Game, muss ich einfach sagen. Es ist einfach 100-mal schwerer. Und ich habe gerade gesehen, ich habe außersehen die Taste gedrückt zum Angreifen. Das ist, ja, der Angriff von Poncho. Damit kann ich halt Gegner besiegen. Und diese Drehanimation zu machen, das war auch schon ein bisschen eine Schwierigkeit. Aus verschiedenen Gründen. Erstmal, dass er sich überhaupt dreht. Ich habe da nämlich ein bisschen Code geschrieben. Ja, hier dreh dich mal um 360 Grad. Aber habe da so gewisse Dinge nicht beachtet, die, weil ich es gar nicht gewohnt bin, Skripte zu schreiben, die, sag ich mal, 60 Mal in der Sekunde abgerufen werden. Deswegen hat sich der Charakter als nie gedreht oder nie so richtig und dann habe ich das irgendwann, hat es irgendwann Klick gemacht, ah ja, stimmt, das ist ja, das läuft ja 60 Mal in der Sekunde, das Skript wird 60 Mal abgerufen und habe es dann eben entsprechend angepasst. Dann war noch so die Schwierigkeit bei dieser Drehattacke, ich schaue jetzt nach rechts und wenn ich mit dem Drehen fertig bin, war es oft so, dass dann der Charakter stattdessen so irgendwo ganz nach unten geschaut hat oder irgendwo ganz in eine andere Richtung. Das ist halt ein bisschen unschön, weil wenn ich in eine Richtung laufe und mich drehe, soll ich natürlich wieder in die gleiche Richtung schauen wie vorher auch. Und ja, das habe ich dann auch damit gefixt. Und was gibt's noch zu sagen? Ja, die Rennanimation ist auch schöner gemacht. Also es hat eine eigene Animation jetzt. Ihr seht, es ist eine eigene Animation. Das Ganze. Ich habe hier für Poncho auch einen Doppelsprung gemacht. Also der war ja schon immer verfügbar, aber auch eine eigene Animation. Auch mal die Werte so ein bisschen angepasst. Dann seht ihr hier, plupp, holt er sich hier, ja, macht einen Doppelsprung und hebt nochmal so die Arme. Und die Drehattacke übrigens auch in der Luft, seht ihr, die ist ein bisschen anders. Wenn ich mich hier auf den Boden drehe, dann stellt er sich so ein bisschen auf die Zehenspitzen. Und in der Luft, ja, da breitet er halt die Beine so aus. Ich fand das irgendwie witzig. Deswegen, ich wollte es halt ein bisschen anders halten. Und wer die, vielleicht ist es manchen aufgefallen, man schwebt kurz in der Luft, wenn man diese Drehattacke macht. Also das heißt, man hat die nicht nur zum Angreifen später, sondern halt auch so, um sich, ja, so ein bisschen weiterzukommen, sich vielleicht ein bisschen abzufangen. Man muss aber auch beachten, je länger man fällt, desto weniger Auswirkungen hat das Ganze. Vielleicht passe ich das nochmal an, vielleicht nicht. Weil wenn ich jetzt hier von ganz oben runter springe und drücke dann, dann passiert gar nichts mehr. Weil dann ist halt einfach die Fallgeschwindigkeit zu hoch tatsächlich. Und wenn ich das aber so relativ am Anfang mache, dann habe ich so ein bisschen, ja, so eine, so 0,4 Sekunden habe ich Zeit, also ein bisschen in der Luft. Ja, finde ich eigentlich ganz nett. Und für die, ich habe auch ein bisschen an, weiß nicht, Speedrunner gedacht. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Wahnsinnigen, der draußen sagt, Alter, das Game will ich speedrunnen. Und zwar, wenn ich die Drehattacke einsetze auf dem Boden, dann habe ich nochmal so einen kleinen Geschwindigkeitsboost. Klar könnte man jetzt an der Stelle sagen, hey, ich renne doch einfach die ganze Zeit, dann bin ich noch schneller. Das stimmt zwar, aber diese Rennfähigkeit werde ich nicht von Anfang an haben. Aber die Drehattacke kriegt man, sag ich mal, sehr früh im Spiel. Das heißt, wer Speedrun will, sollte dann sich hier auf diese Drehattacke verlassen, die immer wieder spammt. Dann habe ich immer so kleinen Geschwindigkeitsboost. Ja, ich habe das mal ein bisschen auch ausgetestet mit echten Gegnern. Okay, der Gegner ist jetzt ein bisschen platt, aber bitte nicht wundern. Da habe ich dann versucht, wie mache ich das, dass ich eine Kollisionsabfrage erreiche. Und das war eigentlich gar nicht mal so einfach, aber ich war froh, als ich dann doch geschafft habe irgendwie. Wenn ich, ich kann euch das mal hier zeigen. Ihr seht in dieser Scene View, da seht ihr, dass Poncho so ein Game Controller, also so eine Hitbox hat. Hier so, das nennt man den Character Controller. Da sind so Sachen geregelt wie ja die Bewegungsgeschwindigkeit und die Drehgeschwindigkeit und der ganze Krempel halt eben. Und am Schwanz selbst hat er auch nochmal so einen Box-Collider. Das findet man hier. Der ist aber gerade deaktiviert. Der aktiviert sich aber, wenn man, ja, die Drehattacke einsetzt. Das heißt, wenn ich jetzt hier mich drehe, seht ihr, aktiviert sich der Box-Collider. Und dann ist erst dieser Box-Collider, also das, was ihr um den Schwanz hier drum seht, ist aktiv. Und der guckt halt nach einem Trigger-Event, beziehungsweise der Gegner guckt nach einem Trigger-Event, dass, ja, im Prinzip der Gegner vom Schwanz getroffen wird. Das ist so ein Zusammenspiel zwischen Skript, meinem Bewegungsskript und, von, ja,
hier im Prinzip den Box Collider. Und da habe ich auch schon eingestellt, wenn ich den Gegner berühre, ohne dass ich ihn attackiere, habe ich jetzt als Debug-Log, also einfach mal als Textausgabe gemacht, ich wurde getroffen. Im Prinzip wäre es dann hier Game Over. Aber wenn ich, sag ich mal, vor den Gegner attackiere, mit einer Schwanzattacke hier, dann steht da Gegner besiegen, on Trigger, ne, warte mal, wo sieht man das jetzt? Ah ja, hier Gegner besiegt. Ne, das seht ihr dann hier und hier. Das heißt, ich habe den Gegner besiegt, der würde jetzt eigentlich schon beim, das würde nicht zweimal da kommen, der wäre eigentlich beim ersten Mal dann schon kaputt. Dann seht ihr auch hier, das funktioniert das Ganze. Einfach wegen dem Box Collider. Der Box Collider war so ein bisschen blöd, weil er so ein paar Probleme gemacht hat, denn ich habe noch so ein Slope Downwards Skript geschrieben, dass man halt, wenn man auf zu steil abhängen ja, drauf ist, dass er halt, dass man halt runterrutscht, und dieser Box Collider hat ein bisschen Probleme gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, solange ich nicht attackiere, einfach ausschalten, weil der hat dafür gesorgt, kann ich mal anschalten, dass, ach komm schon, dass ich hier so auf Abhängen, vor, ja, so mich abspringen konnte, ja, beziehungsweise da ist gar nicht runtergerutscht. Ich glaube, das sah an der Wand ein bisschen, warte mal, ich guck mal, dass ich das nochmal hier zeige, dann mache ich mal einen Box Collider an. Dann konnte ich, glaube ich, wirklich hier an dieser Steinwand da, ja, das war halt hart ungeil. Und dadurch, dass ich den jetzt halt dann aus habe, geht das halt nicht mehr so wirklich. Gut. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Es gibt Collectibles. Sorry, wartet immer noch, dass das Spiel hier fertig ist. Sie wippt noch hier mit dem Fuß da unten. Ich habe jetzt Collectibles eingebaut, das sind solche Münzen. Ich weiß noch nicht, ob die so final sind, weil die sehen noch für mich ein bisschen langweilig aus. Vielleicht peppe ich die noch ein bisschen auf, vielleicht irgendwie eine Formänderung, oder ich mache sie ein bisschen metallisch oder sowas. Mal schauen. Das ist die Währung, die man dann nachher braucht im Spiel. Wenn ich das hier einsammle, seht ihr, oben links hat sich dieser Counter da auch geändert. Leider ist noch gar kein Sound irgendwo vorhanden, also da bin ich noch gar nicht so weit, das einzubauen, aber das kommt noch irgendwann. Und dann seht ihr hier, dass man die einsammeln kann, und dann kann man sich Welten freischalten. Ja, und dann habe ich hier noch so ein Logo selbst mit Blender gemacht. Das ist das Logo, was auch Poncho hier auf der Brust hat. Damit kann man dann, ich dachte erst so, das wäre so ein Ding, um sein Leben aufzufüllen, aber ich dachte, ach, ich weiß nicht, Lebensanzeige, weiß nicht, ob ich es will. Ich gehe eher davon aus, dass ich das nutzen werde, wenn Poncho halt Upgrades kriegt für sein Moveset. Also wie gesagt, der wird nicht alle Dinge auf einmal haben. Und jo. Ansonsten habe ich noch ein bisschen rumexperimentiert mit fliegenden. Hier, komm mal runter. Mit fliegenden hier. Komm runter. Mit fliegenden Plattformen. Und ich muss sagen, es ist, ey, es ist wirklich so. In 3D, also sowas hätte ich zum Beispiel im RPG Maker mit dieser 2D Engine, hätte ich einfach direkt ohne zu zögern, ohne zu denken, einfach eingebaut und fertig. Das wäre absolut kein Problem gewesen. Das ist für mich so ein Ding. Ich muss nicht drüber nachdenken, ich mach's einfach. Und in Unity 3D ist es überhaupt nicht so einfach, ja, ich mach's einfach mal. Das ist überhaupt nicht. Man muss so viele Sachen beachten. Man muss, zum Beispiel hier seht ihr links, dass sich hier was ändert, ne? Hier so an der linken Seite. Ich muss nämlich hier dafür sorgen, dass mein Spieler hier das Child von diesem Objekt ist, damit er auch halt so richtig mitfährt. Oder dass er da halt nicht runterfällt oder runterglitscht oder sowas. Das muss man alles beachten. Und man muss halt ein eigenes Skript dafür schreiben. Gut, da hätte man beim RPG Maker auch machen müssen, dass sich überhaupt das Ding hier bewegt. Ja, es ist schon eine ganze Ecke härter. Und ich sag mal so, ich beschäftige mich immer alle paar Tage stundenlang damit. Bis nachts, ihr seht, es ist gerade 2 Uhr. und ja, es ist halt wirklich ein Quantensprung, kann man so sagen. Und klar, es wirkt jetzt nicht so, als wäre das ultra viel gewesen, aber es war wirklich ultra viel für mich, weil es einfach viel, viel schwerer ist. Ja, das wäre es erstmal gewesen. Ich glaube, ich werde mich dann. Ach so, eine Sache würde ich euch noch zeigen. Ich wollte nämlich
Ich wollte nämlich die Hub-World mal so langsam machen. Ich habe auch schon ein bisschen was. Was heißt ein bisschen was gemacht? Ich habe eigentlich nichts gemacht. Ich habe diese Hub-World erstmal erstellt. So eine leere Map. Aber ich habe mal gleich mal ausprobiert, ob das Moveset von Pontio auch auf Zoe gut zutrifft. Und ihr seht, das würde auch mit ihr damit zutreffen, mit diesem Charakter. Würde also gehen, dass man hier mal so, keine Ahnung, ein Level mit ihr macht. Ich werde wahrscheinlich noch viel anpassen müssen, wenn sie spielbar ist. Zum Beispiel, dass sie so ein bisschen eleganteres Moveset hat. So ein bisschen, wie soll ich sagen, betonter, weiblicher. Ihr seht auch, der Schwanz wird nicht so ganz groß wie bei Pontio. Das heißt, da müsste ich vielleicht optisch noch ein bisschen was abändern. Aber eigentlich finde ich es ganz cool, dass es halt einfach geht. Einfach eine coole Sache. Gehe ich mal auf meine Sample Scene zurück. Wenn ihr mal selbst irgendwas wissen wollt, wie ich irgendwas gemacht habe, hinterlasst mir gern einen Kommentar dazu, weil ich kann da leider auch nicht an alles denken, aber es gibt halt wirklich, es sind halt wirklich viele Dinge drin, die ich noch anpassen musste, wo ich stundenlang geguckt habe und schlussendlich ist es wirklich so ein Progress, den man halt wirklich nur so in 10 Minuten gezeigt hat, aber eigentlich ist es halt viel, viel mehr, es ist also wie gesagt wirklich schon heftig. So. Dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Dieser kleine neue Einblick in Pontio's Adventure. In Klammern, der Titel bleibt noch ein bisschen geheim. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Übrigens, wenn ihr meinen Kanal und mich unterstützen wollt, gibt es dazu verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass auch andere Menschen dieses Video entdecken. Auf Steam habe ich das Spiel Sinners veröffentlicht. Es kostet nur kleines Geld und beim Kauf würdet ihr die Spieleentwicklung von mir unterstützen. Und wer sich das Spiel gekauft hat, danke an dieser Stelle, dann würde ich eine kleine positive Review auf Steam sehr wertschätzen. Und mittlerweile gibt es auch Merchandise bei mir zu kaufen. Es gibt auf meinem Spreadshop einige tolle Designs für T-Shirts, Hoodies und viele mehr. Schaut also da gerne mal rein. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Mit diesen genannten Möglichkeiten sorgt ihr dafür, dass dieser Kanal und dessen Content unterstützt wird. Vielen Dank!